Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing New Horizons. Hallo liebe Bewohner, es ist Freitag, der 10. April 2020, 16.21 Uhr hier auf Uxeltopia. Hier nun das Neueste für euch. Wir haben jemand Neues auf unserer Insel. Heißen wir Adelheid auf Uxeltopia willkommen. Es freut mich immer sehr, neue Leute auf der Insel begrüßen zu dürfen. Und leider muss ich auch noch das Folgende verkünden. Morgen verabschieden wir uns auf Uxeltopia von unserer Freundin, die wir ehrlicherweise nicht so wirklich kennengelernt haben, Violetta. Es ist kein leichter Abschied, aber glücklicherweise haben wir sie nicht so detailliert kennengelernt. Wir wünschen ihr Glück bei ihren nächsten Abenteuern. Schaut heute nochmal für ein letztes Gespräch bei ihr vorbei und nehmt vielleicht Taschentücher mit. Aber nur vielleicht. Und damit mache ich mich wieder daran, euch das Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Wir haben die doch gar nicht kennengelernt. Ey, wir haben uns einmal mit ihr unterhalten und haben ihr Hallo gesagt in ihrer Butze oben. Und dann ist die eigentlich auch schon wieder weggezogen. Sehr, sehr komisch. Naja. Hallöchen, hier Nepp aus Nux Laden am Apparat. 4.861 Sternis möchten wir dir überweisen. Dankeschön, dass du unser Angebot nutzt. Bitte. Oh, ist aber praktisch. Schau mal hier, der Geldbeutel. Direkt vor meinen Füßen. Nice. Den verbuddel ich jetzt auch hier nicht. Ja. Oh, ich höre auch schon wieder ein Geschenk. Offscreen habe ich auch gar nicht so viel gemacht, ehrlicherweise. Ich hatte einen Fisch gefangen. Hatten wir den letztes Mal auch schon, weiß ich gar nicht. Und ich habe hier so ein Rezept bekommen für den Sternenstab. Ich habe relativ spät abends noch ein bisschen gespielt. Ja, habe so ein bisschen Insekten gefangen und so. Und dann habe ich die Schwester getroffen. Unserer lieben Museumseule. Hey. Ja. Und, hey, die Schleuder ist kaputt. Sieht's auch gar nicht. Die hat mir dann dieses Rezept gegeben. Aber die hat jetzt nichts Besonderes gesagt oder so. Also, es war sehr, sehr unspektakulär tatsächlich. Und dieses Sternstab-Rezept, keine Ahnung, beziehungsweise diese Bauanleitung. Ich weiß ehrlicherweise nicht, was das Ding macht. Ich nehme an, es ist ein Deko-Element. Ich weiß jetzt, wie man einen Sternenstab herstellt. Aber ansonsten habe ich nichts getan. So, was haben wir denn hier? Nook Inc. Ein neuer Bewohner ist auf ein von dir ausgewähltes Grundstück gezogen. Zum Dank haben wir dir 1000 Nook-Meilen gut geschrieben. Das kennen wir ja schon. Und KK Western. Nice. Ja, womit fangen wir denn heute an? Wir gehen vielleicht mal als erstes in unser Haus. Und schauen mal, dass wir die restlichen Ostergegenstände noch craften. Denn genug Materialien haben wir auf jeden Fall zusammen. Wir haben ja gestern schon so unheimlich viel gesammelt. Und auf diesen Inseln, wo wir waren, auf diesen Random-Inseln, da haben wir ja so viele Wassereier bekommen. Von daher denke ich mal, sollte das relativ ergiebig sein. Ja, jetzt ist aber erstmal die neue Melodie dran. Und zwar... Wie? Was? Ich habe keine Melodie. Achso. Ah, dieses Stück ist so geil. Ah, ich liebe das. Jo, Moment. Neue Musik. Und zwar KK Western. Oh. Nice. Ist auch nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht. Gefällt mir gut. Na denn, ab in den Osterraum. Ab ins Osterzimmer. Ach, sieht es nicht wundervoll aus. Ich liebe das Osterzimmer. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier noch die anderen Ostergegenstände craften. Ich hoffe, wir haben jetzt insgesamt genug. Ach, da ist übrigens auch der Sternenstab. Riesensternensplitter und Sternensplitter braucht man dafür. Ich gehe mal davon aus, es hat irgendwas mit Sternschnuppen zu tun. Wahrscheinlich muss man irgendwie Sternschnuppen... Oder beziehungsweise von den Sternschnuppen kriegt man da vielleicht Sternsplitter oder so? Ja, ich denke mal, so in die Richtung wird das gehen. Also werden wir früher oder später ja erfahren, was das Ding macht. Aber wir craften erst einmal. Und zwar Häschentake Ballon Deko B. Die hatten wir noch nicht. Aber jetzt haben wir sie. Jo, weitermachen. Was brauchen wir denn noch? Haben wir überhaupt noch irgendwas Neues? Den Rucksack, genau.
Den Häschen-Tag-Rucksack. Wundervoll. Der ist auch fertig. Und. Wir kraften uns jetzt einfach mal hier diesen Partyhut und dieses Partykostüm. Dann sind wir voll in Osterklamotten heute unterwegs. Ja, weitermachen. Ja, das Abendkleid. Das wird wahrscheinlich ganz witzig aussehen, nehme ich mal. Sehr schön. So, genug fürs Erste. Können wir auch eigentlich hier den Tisch mal wegpacken, den Crafting-Tisch. Jo, und wir machen uns wieder ans Umdesignen. Und schon, worunter sind denn die Gegenstände hier? Alles. Ach so, nee, Moment, das ist ja das Lager. Ich muss ja meine Tasche. Also, Häschen-Tag. Ballon Deko B. Die packen wir jetzt einfach in die andere Ecke. So. Und natürlich... Nee, ach, das war's ja schon. Die anderen Sachen müssen wir einfach nur anziehen. Ja, das ist ja gar nicht mehr so spektakulär. Trotzdem bin ich der Überzeugung, dass dieser Raum echt ganz hübsch ist eigentlich. Sieht ein bisschen weird aus. So wie unser In-Game-Uxel jetzt auch. Alter Schwede, oh, sieht das übel aus. Naja. So. Haben wir noch irgendwelche schönen Schuhe eigentlich dazu? Oder diese komischen... Oh, mit Socken. Mit Socken. Nice. Das sieht ja geil aus. Okay. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber warum nicht, ne? Ja, wir sind voll in Ostermontur jetzt. Erstmal einen Screenshot machen. Warte. Hier, jo. Los, Huxel, mach mal Freude. Mach mal Freude. Oder klatschen? Ne, klatschen finde ich noch besser. Es gibt jetzt erstmal ein Selfie. Wie, der klatscht gar nicht weiter, wenn man... Naja, egal. So, ein bisschen ranzoomen. Vielleicht noch alles sehen können auch. Ey! Durch die Kamera-App beendet, gibt's doch gar nicht. So, der sieht doch schön aus. Was nehmen wir denn für einen Filter? So ein Pop-Filter? Ja, das könnte man auch nehmen. Weiß ich gar nicht. Ach, das finde ich immer noch am schönsten. So, darf ich jetzt Emotionen hier auslösen oder nicht? Ah, darf ich. Nice! Bester Screenshot aller Zeiten. Sehr schön. ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir noch irgendwelche Gegenstände für dieses komische Eierzimmer da bekommen. Aber für heute war es es auf jeden Fall. Dann packen wir doch mal eben den ganzen Crap hier ins Lager. Ja, die Sachen, die behalte ich jetzt mal eben im Inventar. Also die anderen Klamotten, meine ich. Die will ich mir nämlich später wieder anziehen. Achso, eine Sache könnten wir noch mal ganz kurz machen. Und zwar, ich hatte doch neue Frisuren gekauft, ne? Wir hatten ja diese coolen Frisuren. Und wir hatten vor allen Dingen auch noch andere Haarfarben. War das nicht so? Ah, okay. Weiß ich gar nicht, welche neu sind, welche Frisuren. Oh, nice, an der Seite rasiert. Die ist auf jeden Fall neu. Es sind auf jeden Fall deutlich mehr Frisuren als vorher. Okay, es ist aber nichts Spektakuläres dabei. Das finde ich noch ganz nice eigentlich. Das passt sogar ein bisschen mehr zu meiner Frisur eigentlich. Das auch. Boah, ich glaube, ich nehme das. Ich finde das ganz geil. Das sieht ganz cool aus. Besserer Haarstil als vorher. Man kann sich deine Haare jetzt auch ein bisschen abgefahrener färben. Hier, Super Saiyajin Huxel. Oder hier, wie war das nochmal? Saiyajin Gott ist, glaube ich, rot oder war das blau? Irgendjemand, der Dragon Ball Super gesehen hat, kann es mir sicher reinkommentieren. Bleiben wir jetzt aber mal bei dieser schönen Frisur. Die finde ich wirklich sehr gut. Und für den heutigen Part laufen wir einfach mal in Ostermontur rum. Apropos rumlaufen, wir treten jetzt einfach mal unseren kleinen Rundgang an. Denn wir wollen natürlich den Bewohnern mal wieder Hallöchen sagen. Schön in Socken. Morgen ist Ingame-Huxel erkältet. Hallo, Roland! Hallo, du siehst ja putzmunter aus, Kumpel. Lass uns plaudern. Was gibt es Schöneres als Sport? So 100 Kniebeugen, bist du dabei, Kumpel? Oh, nein, bin ich nicht. So. Oh, hier laufen viele Leute rum. Schön, dich zu sehen, Mecker. Lass uns quatschen. Ich versuche, eine gute Zuhörerin zu sein. Also komm ruhig zu mir, wenn dich mal etwas bedrückt.
Ja, ja. Wir müssen auch noch einer neuen Bewohnerin Hallo sagen. Hat wer was angestellt oder was treibt dich her, ja hopp? Ich will plaudern. Das Leben auf einer einsamen Insel hat was, wie? Unsere Insel ist gar nicht so einsam, wenn du meinst. Ja, nicht mehr, ne? Es hat sich so mehr oder weniger erledigt. Okay, ich muss übrigens das Haus nicht neu bauen anscheinend. Denke mal, das kann wiederverwendet werden, wenn die auszieht, wie eine Dame. Jo, haben wir irgendwas Interessantes? Nö, es sieht alles nicht so cool aus. Risse an den Artikeln im Regal. Hier ist unser heutiges Sortiment. Was haben wir denn heute? Tarntapete? Blau-weiß Fliesenwand. Ich weiß nicht, hatte ich die schon? Nimm die mal sicherheitshalber mit. Oh, ansonsten niedlich Wand. Nö. Bogenfensterwand. Das könnte auch ganz cool aussehen. Das können wir vielleicht mal an die Wand ranklatschen. Aber ansonsten nichts Interessantes. Der Wecker, den nehme ich jetzt übrigens doch mal mit. Denn der passt natürlich genau genommen farblich ganz gut in meinen Hauptraum. Das ist ja alles in so einem ja, etwas dunkleren Braunton gehalten. Und ja, da könnte man den Wecker durchaus reinstellen, glaube ich. Probieren wir gleich einfach nochmal aus. Tja. Erstmal Nukmeilen einlösen. Oh, nee. Richtige Aufgabe war das sogar. Der Verschleiß ist heiß. Und wir bekommen ganze weitere 1000 Meilen. Dann schauen wir doch mal, was Sina und Tina heute so zu erzählen haben. Hallöchen, ihr beiden. Hi, grüß dich. Willkommen in der Schneiderei. Oh, das sieht hübsch aus. Das Oberteil hier. Ich glaube, das kaufe ich mir. Das ist eine Maßjacke. Dafür werde ich 1400 Sternis bekommen. Ja, wirst du? Boah, kaufen wir heute viel ein, alter Schwede. Ah, wen haben wir denn da? Huxel, willkommen. Tut mir leid, dass ich die Arbeit nie liegen lassen kann, obwohl du so oft bei uns hereinschaust. Bitte, die Fotos hinter mir? Da sieht man meine Schwestern und mich, als wir jünger waren. Und unsere Eltern, die leider schon verstorben sind. Diese Bilder bringen schöne Erinnerungen zurück. Ich kann mich gar nicht mehr so gut an unsere Eltern erinnern. Ich war ja noch so jung. Aber was ich genau weiß, ist, dass Sina mich an ihrer Stelle wirklich hingebungsvoll aufgezogen hat. Danke dafür, Schwesterchen. Tut mir wirklich leid, dass ich es dir nicht immer leicht gemacht habe. Alles in Ordnung, Tina. Dieser Schmusekurs kommt gerade etwas unerwartet. Hast du dich nicht vor kurzem noch über meine müden alten Knochen lustig gemacht? Also wirklich, Schwesterchen, jetzt halt mal den Ball flach. Bausch doch vor Huxel jetzt nicht was auf, was nur ein kleiner Scherz war. Tut mir leid, das war unnötig bissig. Wir sollten allgemein mehr wie Erwachsene miteinander umgehen. Schließlich sind wir da ja jetzt, alle. Da ist ein bisschen Respekt schon ganz angemessen. Ich bin stolz auf dich, meine kleine Schwester. Was wäre mein Leben nur ohne dich? Ich habe mich damals um dich und Mina gekümmert, doch nun können wir alle aufeinander Acht geben. Und gemeinsam machen wir drei Schneiderschwestern das Unmögliche möglich. Kaum zu glauben, in welchem Tempo ein Tag vergeht, wenn ich an der Nähmaschine sitze. Das ist Knochenarbeit, aber ich liebe sie und deshalb werde ich mich auch sicher nicht darüber beschweren. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich heute schneller als sonst. Vielleicht werde ich vorzeitig fertig. Oh, dann könnten wir doch eigentlich daten. Vor allen Dingen, weil ich heute mein schönes Osterhasenkleid anhabe. Ich habe mich extra schick gemacht für Sina. So. Ja, haben wir schon ein paar schöne Gespräche geführt heute. Schön ist das Ganze. Ups, ist auch wieder gewachsen. Da können wir ordentlich Geld mit verdienen. So. Oh, da ist der Poldi. Bist du auch gerade spazieren? Yippie. Ich wollte mit dir reden. Ich bin heute voll dabei, voll am Spielen, voll am Futter und natürlich voll Puschel. Du bist der puscheligste Puschel von allen, mein Kleiner. Oh, ich höre ein Geschenk. Und ich habe das Gefühl, unser Inventar, er berstet schon wieder, wie jedes Mal. Oh, eine Flaschenpost. Vor allen Dingen so eine Regenbogenflaschenpost, so eine Eierflaschenpost. Ach nein, ich habe mir keine, oh, ich habe mir keine Schleuder gekauft. Bin so ein Frosch. Ach, wie ärgerlich. Mann. Ich müsste mir eigentlich mal draußen ein Crafting-Table hinstellen, damit ich eine Möglichkeit habe, wenigstens eine Schleuder zu craften, ohne ein Gebäude zu betreten.
Denn wenn man ein Gebäude betritt und es wieder verlässt, dann sind auch eigentlich immer die Luftballons weg. Leider. Deshalb ist das eine ganz gute Idee. Das könnten wir morgen vielleicht mal machen. Oder? Habe ich nicht sogar noch eine Werkbank im Inventar? Hatte doch vorhin eine mitgenommen. Ne, die habe ich schon ins Lager gelegt. Ah! Egal. Das machen wir morgen, denke ich mal. Wir sind ja morgen sowieso ziemlich, aktiv auf der Insel, weil ja morgen der Angelwettbewerb ist. Also auf unserer eigenen Insel, meine ich. So, jetzt gucken wir mal erstmal in die Eiflaschenpost rein. Boing, zoing, so ein Glück. Forsches Flaschensammeln soll belohnt werden. Ich hoffe, du hast Freude an dieser supi-dipi-dupi-dapi-dupi tollen Eieranleitung. Und jetzt schnell die Ärmel hochgekrempelt und auf zur nächsten Werkbank. Flauschige Grüße, dein Os, der Osterhase. Bisschen Tagtapete. Ja, die kennen wir leider. Ich frage mich, ob wir schon alle Rezepte zusammen haben. Das wüsste ich echt gerne. Ah. Habe jetzt übrigens keine Lust gehabt, nochmal in den Laden reinzugehen. Oh, Hallöchen, Kai. Alles in Ordnung, Ki. Ich will plaudern. Ein weiterer Tag im Paradies oder wie ich es nenne, Usseltopia. Ja. Nicht so ganz paradiesisch, denn ehrlicherweise ist das Wetter heute gar nicht mal so schön. Es ist so ein bisschen betrübt. So ein bisschen dunkel, so ein bisschen neblig. Naja. Karton, Karton, Alpenfeilchen und Karton. Die Leute scheinen irgendwie unheimlich gerne Kartons wegzuschmeißen. Wahrscheinlich aus ihren Umzügen. Also hier ziehen ja so viele Leute ein und dann packen die hinterher ihre Umzugskästen wahrscheinlich hier in die große Sammelkiste. So, Asienzaun, Standardholzzaun. Nein, aber wir kaufen ein Meilenticket. Will nämlich noch auf eine Random-Insel heute, damit wir gegebenenfalls noch einen Bewohner bekommen. Um die wegziehende Bewohnerin auszugleichen. So. Noch was auswählen? Ja. Aber es gibt eigentlich nichts mehr. Okay. Löschen wir das. Dann Nook Shopping. Besondere Waren. Gartenlaterne. Oh, die sieht gut aus. Oh, die sieht ganz nice aus. Bestellen wir. Vielleicht zweimal sogar. Outdoor-Hut, nee. Sportbrille, Sechser-Shirt, Bonjour-Shirt, Regenstiefel. Oh, KK Ska, das bestellen wir auch. Ein bisschen Geld haben wir übrigens natürlich auch noch gespart. Wir kommen unserem Abbezahlen, also von dem Haus, auch schon wieder nahe. 348.000 brauchen wir, 129.000 haben wir schon, beziehungsweise genau genommen 130. Ich werde offscreen natürlich heute auch wieder fleißig verkaufen. Und ich denke mal, ja. Könnte schon sein, dass wir innerhalb der nächsten Tage irgendwann nochmal ein Upgrade erfahren von unserer Insel. Ich hoffe ja weiterhin, dass ich jetzt relativ schnell an dieses Terraforming-Tool rankomme, damit ich endlich mal die ganze Insel so ein bisschen verschönern kann. Ich würde natürlich gerne nicht nur meinen eigenen Raum verschönern, sondern ich würde gerne die ganze Insel einfach mal ein bisschen hübscher machen. Und dafür ist aber leider mein Inselrang ja noch nicht hoch genug. Wir können eigentlich noch einmal ganz kurz mit Melinda sprechen und sie fragen, ob unser Inselrang vielleicht schon angestiegen ist. Also vielleicht haben wir sogar schon einen neuen Punkt dazu bekommen. Na, Melindachen, komm mal her. Oh, Huxel, schön dich zu sehen. Wie kann ich dir heute helfen? Das Insel-Image. Du machst dir also Gedanken um das Image von Huxeltopia, ja? Im Moment hat Huxeltopia eine Bewertung von 2 Sternen. Also eigentlich ist unsere Insel schon ganz schön beliebt. Die Leute finden uns immer besser. Da wäre auch noch was, das würde ich dir gerne direkt vorlesen. Ich bin hier schon so oft angespült worden, dass ich wohl eine Art Experte bin. Ich fände es gut, wenn hier etwas mehr los wäre. Dann würde man arme Schiffbrüchige auch schneller finden. Das hier sollte der beliebteste Hafen der 7 Weltmeere werden, beim Klabautermann. Nun, das war's. Im Moment höre ich öfter, dass sich unsere Insel im Allgemeinen etwas mehr entwickeln könnte. Mehr entwickelt, das kann ja vieles heißen. Aber das Wichtigste sind sicher die Wege und Verbindungen. Brücken, Aufgänge und solche Sachen. Wenn du sowas baust, macht es sicher mächtig Eindruck. Und fertig, das war's auch schon. Wenn du mal wieder das Neueste im Insel-Image erfahren möchtest, dann frag mich einfach. Was kann ich sonst für dich tun? Ja, wir können ja mal eine Brücke bauen. Ich meine, warum nicht? Klar, wir können eine Brücke bauen. Ich glaube zwar, dass man eher viele Punkte bekommt mit vielen Einwohnern, hätte ich jetzt gesagt. Aber warum nicht? Dann bauen wir mal eine Brücke zwischendurch.
So, Infrastruktur. Brücken. Und zwar Brücke bauen. Ja. Was nehmen wir denn für eine Brücke? Hängebrücke, Holzbrücke, Steinbrücke, Backsteinbrücke. Ich finde eigentlich diese roten Japanbrücken hier schon sehr, sehr schick. Aber die sind natürlich schon auch extrem teuer. Das ist vielleicht ein bisschen heavy, wenn wir überlegen, dass wir eigentlich sparen müssen auf unser Upgrade vom Haus. Auf jeden Fall. Oder nehme ich nochmal so eine Baumstammbrücke? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hängebrücke, Steinbrücke. Ich meine, wir können es ja nach und nach bezahlen, ne? Also wir müssen es ja nicht direkt blechen. Ah. Ja komm, ich nehme mal die teuerste Brücke. Ja, und ob. Und wir können hier einfach bauen und dann sammeln wir nach und nach Geld. Und wir müssen ja jetzt nicht das ganze Geld auf einmal da reinballern. Aber dass wir so auf Dauer zumindest irgendwo vielleicht noch so eine zweite Brücke haben, das halte ich doch durchaus auch für sinnvoll, würde ich sagen. So, ich durfte die Brücke ja nicht überall platzieren. Ich glaube hier an solchen Übergängen nicht, oder? Kann das sein? Nur wenn das nach oben zeigt. War das nicht die Vorgabe? Kein geeignetes Ufer. Hier? Darf man das echt nur an so geraden Stellen machen? Ein Brückenbau ist nur an Stellen mit gerade gegenüberliegenden Ufern. Ach so, gerade gegenüberliegende Ufer. Moment, das hier könnte doch passen, oder? Richtiger Flussbreite. Ach so, die sind nicht gleich breit. Und hier? Das kann doch nicht wahr sein. Hier? Och Mann, ich kann hier nirgendwo eine Brücke bauen. Das ist ärgerlich. Ich brauche echt dieses blöde Terraforming-Tool. Hier könnte ich eine drüber bauen. Das wäre mega schwachsinnig. Ich brauche echt dieses Terraforming-Tool. Hier hinter durfte ich ja auch wieder nicht. Wie wäre es denn hier? Das könnte gerade so eben passen. Ach, das gibt's auch nicht. Das ist doch richtig blöd. Mann, das funktioniert nirgendwo. Nirgendwo darf ich das machen. Überall ist zu wenig Platz. Ja toll, wenn ich ganz weit hier nach links laufe, irgendwann komme ich schon zur anderen Brücke. Hier brauche ich auch keine mehr hinbauen. Ja, keine Ahnung. Machen wir jetzt hier vorne eine hin. Hier müsste es jetzt aber wirklich erlaubt sein. Ja, komm. Hier ist gut. Hauptsache, wir bauen noch eine weitere Brücke. So, also, auf zu neuen Ufern. Dann kann man da oben lang gehen. Ja, spart man sich so ein bisschen den Umweg hier unten. Ob das jetzt so sinnvoll war, sei mal dahingestellt. Egal. Wo ist denn unsere neue Bewohnerin eigentlich? Die Adelheid. Die müsste ja hier irgendwo rumtingeln, hier oben. So, ist das hier ihr Haus? Ja, hier wohnt Adelheid. Hallo, Adelheid. Hallo, Adelheid. Oh, die ist so toll. Sexy Adelheid. Du liebe Güte, Huxel, bist du nur wegen meiner Wenigkeit den weiten Weg hierher gekommen? Die Neugier hat dich überwältigt, habe ich recht? Nun, da bin ich also. Ich habe alles stehen und liegen lassen und bin nach Huxeltopia gezogen. Und nun muss ich wirklich weiter einräumen. Doch ich danke dir für deinen Besuch, Adlerauge. Oh, zukünftige Ehefrau für Huxel. Gibt's kleine Adlerbabys. So. Und wir sollten vielleicht der Fairness halber trotzdem noch hier Violetta Tschüss sagen. Auch wenn die jetzt nicht wirklich lange hier war. Naja. Ich habe ihr auch nicht wirklich eine Chance gegeben. Oh, Huxel, schön, dass du dich noch einmal verabschieden kommst. Ich bin voller Vorfreude, aber natürlich auch etwas unsicher, mein Leben hier zurückzulassen, weil ich hier so unheimlich lange gewohnt habe. Ich habe nicht mal meine Kisten ausgepackt, aber hey, hat ja keiner mitbekommen. Naja, man soll ja immer was riskieren. Das zählt dann hoffentlich für eine ganze Woche. Ach, du bist echt seltsam. Die tut so, als hätte sie hier 100 Jahre gewohnt. Die hat hier keine 5 Minuten gewohnt.
Wie schon gesagt, ey, die hat nicht mal ausgepackt. Ich weiß gar nicht, was die will. So. Wir gehen nochmal einmal kurz in unsere Bude, bevor wir dann auf die Random-Insel schauen. Denn ich wollte ja noch den Wandbelag ändern, also die Tapeten noch einmal ändern. Ja. Und zwar Bogenfensterwand, das wollte ich mir anschauen. Oh, das sieht schon ganz schön aus eigentlich, das gefällt mir. Ist ein bisschen heller dann der Raum. Ich glaube, das lasse ich sogar. Ist ein bisschen freundlicher. Das packen wir auch ins Lager. Den Glockenwecker, den wollte ich eigentlich irgendwo hinstellen. Jetzt haben wir gar kein kleines Tischlein oder so. Passt der neben die Switch? Nee. Okay, da brauchen wir noch einen Tisch. Da können wir uns ja noch einen Tisch craften. Ansonsten die Fossilien behalte ich. Das kommt noch ins Lager. Das kommt noch ins Lager. Jo, so ganz viele Gegenstände werden wir wahrscheinlich auch sowieso nicht sammeln. Dann craften wir doch mal eben ein Minitischlein. Was haben wir denn zum Beispiel? Hoppala, falsches Menü. Haben wir irgendwie so einen kleinen Beistelltisch oder so? Ja, hier so ein Holztischchen tatsächlich. Da brauchen wir 6-mal Holz für. Ja, das nehmen wir doch dann einfach mal raus aus dem Lager. Wo ist denn das Holz da? Normales Holz. Und dann brauchen wir zum Umfärben noch diese Färbekits. So, dann können wir direkt nämlich beides mit einem Wisch machen. Das herstellen. Da, Holztischchen. Tada! Ein Holztischchen. Genug fürs Erste. Du wirst jetzt noch umgefärbt. Und zwar auch wieder in diesem dunkelbraunen Ton, den wir jetzt aktuell hier in dem Raum haben. Genau. Oh, das Tischtuch kann man auch noch drauflegen. Machen wir vielleicht sogar. Machen wir einfach mal in grün. So. Sehr schön. Das Holztischchen wurde umgestaltet. Genug fürs Erste. So, jetzt ziehen wir das Bett mal so ein bisschen hier runter. Kann ich auch eigentlich in diesem Gestaltungsmodus machen. So, dann aus meiner Tasche das Tischchen hier hin. Und da kommt dann einfach der Wecker drauf. So, sehr schön. Beenden. Und schon ist es hier noch ein bisschen wohnlicher geworden. Sehr schön. Also mir gefällt meine Bude richtig gut. Dann würde ich sagen, schneide ich jetzt auf die versprochene Random-Insel. Und wir sind auf einer Insel voller Orangen. Grundsätzlich nicht schlecht. Leider habe ich ja schon Orangen. Deswegen bringt mir das jetzt nicht so viel. Wann kommen wir denn mal wieder auf so eine Sterni-Insel? Ich will auf eine Sterni-Insel. Ich würde so gerne auf eine Sterni-Insel gehen. Es hat sich so gelohnt das letzte Mal. Wir haben so viel Asche gemacht. Und jetzt, wo ich weiß, wie viel Geld es da gibt, würde sich das für mich noch mehr lohnen, weil ich mir diesmal bei dem Buddel noch ein bisschen mehr Mühe geben würde. Naja. Ja, dann lasse ich die Orangen hier mal hängen. Die brauche ich nicht. Ja, könnte ich theoretisch verkaufen, aber... Oh! Bewohnerin! Eine Erdbeere als Nase hat die. Nein, wie lustig. Oh, ich dachte, dass außer mir niemand diese Tour macht. Ich bin Maria und du? Ah, Huxel. Und du bist wirklich von Huxeltopia extra bis hierher gereist? Ich habe Huxeltopia vom Flugzeug aus gesehen, glaube ich. Von oben sieht es richtig schön aus. Den Alltag Stress hinter sich zu lassen und hier einfach mal zu entspannen, das tut gut. Meine Heimat ist ja ganz nett, aber irgendwas fehlt mir. Zieh auf meine Insel. Oh, was für ein toller Vorschlag. Danke für deine Unterstützung. Mit sowas hatte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Hast du mich auch nicht einfach nur veräppelt? Meinst du es ernst? Trag ab. Es wird dir gefallen. Irgendwie aufregend. Jetzt kann ich es kaum erwarten, heimzukehren und mit den Vorbereitungen zu beginnen. Wenn ich mich recht erinnere, muss ich einen gewissen Tom Nook kontaktieren, bevor ich umziehe. Ach, dann mache ich das mal lieber schnell, bevor ich es vergesse. Trag ab. Nice. Eine neue Bewohnerin für unsere Insel. Die sieht ja süß aus mit so einer kleinen Erdbeernase. Ja, ich hoffe, dass wir langsam dann mal die Insel auch voll haben mit Bewohnern. Es müsste dann aber auch bald mal die letzte sein.
hoffe ich jedenfalls. Ja. Unseren Kollegen, den lieben Wolf, haben wir heute auch noch gar nicht begrüßt. Wie hieß der denn nochmal? Lupo oder so, ne? War das Lupo? Oh, ich habe den Namen von dem Wolf vergessen. Aber dem sollten wir vielleicht auch noch Hallo sagen heute. Dem möchte ich noch mein schönes Kostümchen zeigen. Ja, Flasche. Hallöchen, du Glückspilz. Ich habe letztens... Ach, was soll's. Geht dich ja eh nichts an. Jedenfalls fiel mir da diese Bastelanleitung ein. Und es wäre ja echt lahm, wenn ich die nur für mich behalten würde. Mit etwas Glück explodiert nichts. Deine bastelnde Philippa. Ein Vogelkäfig. Nice. Erstmal einen Vogelkäfig craften. Ist der Vogel dann mit da drin? Nehmen jetzt übrigens die Orangen doch mit. Weil ich jetzt gerade so drüber nachgedacht habe und es ist eigentlich sehr leicht gemachtes Geld. Es wäre jetzt eigentlich dumm, wenn ich die nicht mitnehmen würde. Tja, haben wir noch irgendwas Interessantes? Da oben ist noch ein Stein, den wir abfarmen können. Angeln will ich jetzt nicht. Ich denke halt immer, irgendwann komme ich mal auf eine Insel, wo irgendwie ein bisschen mehr Action ist. Die random Chance, dass irgendwas Cooles passiert, die besteht ja immer. Ja, schön Orangis. Boah, das sind ganz schön viele. Ganz schön viele Orangen. Ach, die kann ich auch gleich mal eben ohne euch sammeln. Dann müsst ihr euch das nicht angucken. So, da oben ein weiterer Stein. Loot. Gut, gut, gut. Es gibt Loot. So. Ey. Wurde richtig. So. Jetzt aber. Nein. Ich will doch nur Gold. Was ist denn mit Gold? Oh, kein Gold dabei. Schade. Mensch, hier wachsen aber auch viele Orangen. Alter Schwede. Und wir haben schon wieder richtig viele Fossilien auch. Also ich denke mal, wir sollten auch langsam mal wieder bei Eugen irgendwann vorbeitingeln. Wir haben gesagt, Eugens Schwester hatte ich ja getroffen. Ja. Ey. Das geht's auch nicht. Ich schaff's nicht, da zu buddeln. Ja, ist eh nur ein Ei drin. Okay. Ach, jetzt habe ich da oben die... verdammte Gottesanbeterin verjagt. Oh nein, wie ärgerlich. Ich glaube, die hätte richtig viel Geld gegeben. Ich glaube, die ist relativ selten eigentlich. Naja. So. Buddeln. Und Daumen drücken, dass wir vielleicht doch nochmal Gold bekommen. Ich hoffe, dieses ganze Sammeln, das lohnt sich auch wirklich. Also wenn wir dann irgendwann dieses Terraforming haben... Boah, dann werden wir diese ganzen Materialien so raushauen. Wir werden so viele coole Wege bauen und Abgrenzungen und keine Ahnung. Ich habe schon mächtig Pläne. Ich weiß schon einigermaßen, wie ich die Insel gestalten möchte. Ja, wie schon gesagt, ich habe es jetzt halt so ein bisschen damit gewartet. Mit dem Insel gestalten, weil ich das nicht mal alles nochmal machen möchte. Denn dieses Terraforming-Tool, das gibt einem halt wirklich unendlich viele Möglichkeiten dazu. So, ich würde sagen, an dieser Stelle schneide ich dann aber auch zurück zur Insel. Also, bis gleich. Zack, und schon sind wir wieder da. So, jetzt können wir noch einmal ganz kurz gucken, wie viel Geld wir gemacht haben. Zumindest kann ich mal schauen, wie viel Geld wir theoretisch bekommen würden. Kriegen ja bei Nepp und Schlepp noch ein bisschen mehr als hier draußen, aber... Ja, also schaut mal, okay, das hat sich schon gelohnt, die mitzunehmen. Das sind fast 20.000. Ich unterschätze das immer so ein bisschen mit dem ganzen Obst. Das gibt schon echt viel Knete. Ja, ich werde die dann später nochmal bei Nepp und Schlepp direkt verkaufen. Aber erst einmal möchte ich jetzt eigentlich unser kleines Wölfilein suchen. Ja, ob er leicht ist, weiß ich nicht. Vielleicht wiegt er ja auch nicht so viel. Er sah relativ sportlich aus. So, da ist er. Lupo. Lupo war richtig. Also ich hätte mir Lupo richtig gemerkt. Und dem möchte ich jetzt auf jeden Fall noch Hallo sagen. Den finde ich auch cool. Allgemein hätte ich halt ganz gerne nur Bewohner auf meiner Insel, die ich auch wirklich sympathisch finde. Oh, der hat vor allen Dingen so ein InDesign, was mir auch gefällt. Nicht schlecht. Vorsicht, Huxel. Nicht, dass du noch irgendwas umschmeißt. Was machst du da?
Ach das? Ich baue mir einen Fernost-Kissenstapel. Nicht leicht, aber ich habe Erfahrung. Und Erfahrung ist beim Basteln das Allerwichtigste. Naja, nach den richtigen Utensilien, schätze ich. Willst du es auch mal versuchen? Also, einen Fernost-Kissenstapel zu fabrizieren? Ich zeig dir auch, wie es geht. Ja, unbedingt! Gebt mein Wissen gerne weiter. Am liebsten in Form von schriftlichen Anleitungen. Dann geht nichts schief. Oh, aber deine Tasche sieht ziemlich voll aus. Miste doch mal aus und melde dich dann nochmal. Nice! Die Anleitung, die hole ich mir dann gleich noch. Aber diesen Umweg, ja, den braucht ihr euch ja jetzt nicht anzuschauen. Allgemein würde ich sagen, wir haben heute auch echt viel gesehen, viel erlebt. Wie schon gesagt, morgen gehen wir dann auf jeden Fall einmal die Fossilien abgeben. Das wird Zeit und dann hoffen wir, dass die Insel langsam aber sicher endlich mal ein 3-Sterne-Rating bekommt. Ja, aber früher oder später kriegen wir das schon hin. Ja, liebe Leute, dann hoffe ich, dass der Bad euch gefallen hat und dass ihr Spaß hattet. Sollte dem so sein, lasst mir noch gerne ein Like und ein Abo da. Ingame Huxel freut sich auch wie immer darüber. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Animal Crossing New Horizons. Euer Huxel. Ciao.